Test, Test. 1, 2, 3. Test, Test. 1, 2, 3. So. Hallo, liebe Camperfreunde. Wir sind heute unterwegs nach Bonn. Hängt das Handy eigentlich schief oder hängt das gerade? Ist doch egal. Jetzt muss ich das nochmal von vorne aufnehmen. Nee, lach einfach. Ich kann das in der Post auch machen. Kann ich in der Post-Production aufdrehen. Einfach weiterreden. Okay. Also wir sind heute auf dem Weg nach Bonn zu Camp Nation Bonn und wir werden heute ein bisschen über Zelte reden und über die Zeltbefestigung natürlich auch. Wir als Firma oder auch als Familie, wir haben erst sehr lange in einem Wohnwagen gewohnt, in einem sehr langen Wohnwagen, und die Kinder sind teilweise in so kleine Zelte und wir mussten da schlafen. Aber es ist natürlich nochmal ein Unterschied, ob man ein 3-Personen-Zelt hat oder ein ganzes Familienzelt und auch direkt im Zelt lebt und da kocht und wohnt. Und ja, wir haben eigentlich so an sich, sind wir noch gar nicht so in die Zeltwelt eingetaucht und das möchten wir jetzt heute machen und uns da den Dirk dazu holen. Da freuen wir uns jetzt schon. Und dann werden wir mal so schauen, wie man denn so ein größeres Zelt am besten mit unseren Produkten befestigen kann. Und da sind wir jetzt auf dem Weg. Ich meine in der Endproduction. Schau mal, so sieht es aus, so, als würde ich so quasi. Das ist ja wie so ein Michelin. Ey! Bessere Werbung gibt's nicht. Geil. So, jetzt sind wir angekommen in Bonn bei Camp Nation. Und jetzt gehen wir gleich mal rein und nehmen euch mal durch den Showroom mit. Ja, hi. Hallo. Kommt rein. Guten Tag. Hallo, schön, dass wir hier sein dürfen. Ja, ich habe mich gefreut, dass ihr gekommen seid. Erzähl mal, wie viele Quadratmeter habt ihr hier so? Wir haben hier 1000 Quadratmeter Ausstellungsfläche, knapp 1000 Quadratmeter Ausstellungsfläche, auf der wir überwiegend Zelte zeigen. Also wir haben irgendwie so Stahlregal-Mentalität, haben wir uns gespart, sondern haben den Platz dafür aufgewendet, fast überall, wo es möglich ist, Zelte aufzubauen. Und haben dann den Weg gegangen, dass wir alle Zelte mit Equipment ausgestattet haben, also mit Schlafsäcken, Isomatten oder eben im Vorzeltbereich Stühle, Tische, Kocher etc. pp. Und wenn das dann ein Kunde haben möchte, holen wir es vom Lager. Das ist zwar für uns ein bisschen aufwendiger, dadurch haben wir aber eben mehr Platz für unser Kernthema, nämlich das Thema Zelt. Genau. Und dann kann man sich das hier angucken und für jeden eigentlich das perfekte Zelt finden. Genau. Und auch die Ausrüstung. Dann schauen wir jetzt einfach mal durch, oder? Ja, gerne. Gibt es hier verschiedene Bereiche? Oder? Ja, genau. Wir haben hier im unteren Bereich, haben wir bis auf die Ausnahme dieses einen Familienzeltes, nur das Thema Vorzelt, sei es Wohnwagen-Vorzelt oder eben Wohnmobil-Vorzelt. Das findet man alles hier auf der Etage. Also klassische Anbieter wie hier Isabella. Ne? Wer kennt nicht Isabella, wenn er irgendwie sich mit dem Thema Wohnwagen-Vorzelt beschäftigt? Klar. Da gibt es dann auch Luft-Vorzelt. Oder genau, normales genau. Vorzelt. Und das geht hier so weiter und geht halt hier über Dorema-Zelte, Westfield-Zelte im Luftzeltbereich. Vigo-Zelt im Geständebereich, die kennt ihr ganz gut, ne? Ja, Vigo, Sackmarkisen kennt ihr ganz gut. Und hier auf der Seite die ganze Range von Luftzelten, von Isabella über Dometic, also früher Camper Dometic, Camper Dometic, jetzt Dometic Zelte, bieten wir hier unten alles, was das Vorzelt sozusagen angeht für Wohnwagen und Wohnmobile. Okay. Genau. Ja. Und im oberen Bereich haben wir eben das klassische Familienzelt und die ganze Busfraktion und Kastenwagenfraktion. Okay. Genau. Dann würde ich mal sagen, wir machen gleich ein paar Nahaufnahmen von den verschiedenen Zelten und dann gehen wir einfach jetzt schon mal nach oben. Ja, gerne. Und blenden das andere dann ein. Und ihr habt dann auch sehr viel Ausstattung, was Küche anbelangt. Oder ja, also wir haben von der Campingküche, also von dem Möbelstück Campingküche, über die verschiedenen Arten von Gaskochern oder Elektrokocher, Anschlüsse etc. pp. alles da. Haben aber logischerweise auch
Hier wird gerade aufgebaut, das tut ja nichts zur Sache, oder umgebaut. Das ganze Thema Besteck, Geschirr etc. hier im Portfolio. Aber wie gesagt, das meiste liegt davon wirklich auf Lager. Mhm. Es geht uns darum, dass wir den Platz dafür aufwenden, eben Zelte zeigen zu können. Ja, klar. Wie wir oben eben auch unsere große Empore mit Familienzelten haben. Das denke ich, habt ihr auch ganz gut hinbekommen. Ja, das war das Anliegen. Ne? Ich meine, das war der Grund, warum wir Camp Nation gegründet haben. Weil wir gesagt haben, oder mir persönlich ist privat so gegangen, ist, dass ich Familienzelte nirgendwo sehen konnte, aufgebaut. Ja. Hier bei uns in der Region und weit über die Region hinaus gibt es nach wie vor nicht die Möglichkeit, weil die meisten meiner Kollegen das nicht anscheinend einsehen. Gottlob, jetzt bin ich ja da. Und wir eben gesagt haben, wir wollen die Zelte aufbauen, damit man sie sehen kann. Ja klar, und wie oft wechselt ihr das dann? Oder? Also wir haben jetzt einen großen Turn gemacht auf 2022er Zelte. Okay. Und dann kommt es auch so ein bisschen darauf an, wir grooven uns die ersten Wochen so ein, was sind die beliebten Modelle, die gefragt sind, wo wird immer wieder nachgefragt, dann bauen wir nochmal ein bisschen um. Mhm. Dann steht das eigentlich einige Wochen, so bis in den frühen Sommer rein. Dann achten wir darauf, was ist vielleicht auch noch da. Ne? Was ist schon, ich brauche ja kein Zelt stehen zu haben, was abverkauft ist für Monate. Gerade jetzt im zweiten Corona-Jahr ein Thema, Lieferfähigkeit, muss man ja ganz klar sagen. Auf jeden Fall, ja. Aber es gibt viele Kunden, die kommen so alle paar Monate mal rein und denen fällt das dann oftmals mehr auf als uns, dass wir umgebaut haben. Ne? Wie Anthony, der gerade hier wieder ein Zelt umgebaut hat, ja, weil wir dann einen Wechsel haben. Aber jetzt findet gerade der große Wechsel auf die 2022er Zelte statt, genau. Ah, okay, dann sind wir mittendrin eigentlich. Genau, wir hatten ja jetzt die letzten Tage hier große Zelt-Ersatzmesse zur CMT. Wir haben das Camp Nation Messetage genannt, wo eben viele, die eben jetzt wieder mal keine Messe hatten, sich Zelte anzugucken, dann eben die Gelegenheit hatten, genutzt haben, um hier hingekommen zu sein. Und weil wir eben die Zelte zeigen, wir haben immer ca. 35 Modelle parallel stehen, kommen die Leute wirklich 300-500 Kilometer gefahren, ja, ist um nicht sich die Zelte anzuschauen. Das ist richtig cool. Ja. Dann lass mal durchgehen, dann können wir ein bisschen von den Zelten von innen zeigen. Das hier ist halt unser Ansatz. Hier fehlt ja schon einiges, weil die Leute so ein bisschen gemoost haben bei der Messe und umgeräumt haben. Unser Anspruch ist immer, egal ob es jetzt ein Familienzelt ist oder ein Vorzelt ist, es so auszustatten, wie es auch im Real Life vielleicht ausgestattet sein könnte, um dem Kunden nicht nur ein Gefühl für den Platz des Zeltes zu geben, sondern auch, wenn es eingerichtet ist. Das kennt jeder, wenn er mal in eine Wohnung gezogen ist. Sieht immer sehr groß aus. Und wenn man alle Möbel unterbekommen wollte, ist halt auch für den Arsch. Und deswegen, das hier ist der Ansatz, dass wir normalerweise ständig auch vier Stühle, dass wir sagen, das ist ein 7-Personen-Zelt. Viele denken, boah, 7-Personen-Zelt. Aber wenn ich hier für 7 Personen Stühle und Tische reinstelle und noch einen Schrank, dann wird eben auch klar, warum ein Zelt für so viele Personen so groß sein muss. Ja, klar, auf jeden Fall. Ne, um es eben hinzubekommen. Das ist jetzt ein Luftzelt, ne? Das hier ist ein klassisches Luftzelt mit Polyestermaterialien, genau. Eins der größten, die wir im Portfolio haben. Hier ist es ein Outdoor-Zelt, aber so ein Zelt gibt es auch von Dometic oder von Vampire, die das eben, oder Wango, die auch so große Zelte bauen. Wir haben einen sehr hohen, bei den Familienzelten einen sehr hohen Fokus auf große Zelte. Weil das sind wir, glaube ich, auch ja, fast in der Republik die einzigen, die solche großen Zelte in der Halle aufbauen. Ja, also das ist jetzt eigentlich der erste Laden, wo ich so reingehe und sage, ich habe jetzt wirklich so diesen Showroom-Feeling, dass ich wirklich so viele verschiedene Zelte einfach sehen, begutachten kann, mal durchlaufen kann, einfach das Feeling so habe. Weil das gibt es eigentlich fast gar nicht. Vielleicht mal ein oder zwei, aber nicht gleich, was hast du gesagt, 35? Also insgesamt mit Vorzelten haben wir jetzt knapp 35 Zelte hier stehen. Nicht schlecht. Ja, cool. Ja, heute, also wirklich ganz viele Leute kommen mit einer gewissen Vorstellung rein, sagen, ich habe mir das und das Zelt angeguckt und gehe mit einem ganz anderen Zelt hier raus. Okay. Weil es entweder zu klein gedacht war, zu groß gedacht war, man sich nicht das Packmaß angeguckt hat, weil es gar nicht in den Kofferraum passt. Ne? Also meine erste Frage ist nach dem Motto, wo wollt ihr hin? Womit wollt ihr da hin? Weil dann bringt es auch nicht, sich ein mega Zelt auszusuchen, wo schon das Auto nur mit dem Zelt voll ist. Ja, klar. Ne? Das muss man halt abwägen. Und Budget. Ne? Budget ist eben auch eine wichtige Sache. Man möchte alles gerne haben, aber es muss eben auf ein Budget passen. Und man kann schon sagen, denke ich, dass wir hier, weil wir nur mit Markenherstellern arbeiten, mit hochwertigen, hier ist kein Zelt schlecht. Mhm. Es geht immer einen Ticken besser, immer einen Ticken größer, immer einen Ticken anders. Aber es muss eben zum Budget passen. Und es ist ja kein Geheimnis, Camping wird sowieso und spätestens seit Corona immer teurer, die Plätze werden teurer etc. Es ist, muss man eben auch gucken, wie das mit dem Gesamtbudget zusammenpasst. Es ist sehr gefragt auf jeden Fall, ja. Genau. Und wenn wir dann wissen, wohin der Kunde will und ungefähr ein Budget haben, dann kriegen wir in der Regel auch schon ein Gefühl dafür, ein gutes Package zusammenzubekommen, wo wir sagen, da habe ich ein gutes Gefühl mit, damit kannst du gut fahren, und machen dann logischerweise auch Paketpreise. Sei es Familienzelt komplett ausgestattet oder sei es Vorzelt komplett ausgestattet.
Genau, okay, das cool. ist im Endeffekt egal. Ja, dann denke ich dann schon, dass wenn du online kaufst, dass es dann schon schnell passieren kann, dass man dann einfach auch das Falsche kauft. Und wenn genau. du dann dich wirklich bei solchen Investitionen, ich meine, das ist ja nicht gerade wenig, was man da bezahlt, ja. wenn man das tätigen möchte, dann sollte man sich auch die gute Beratung gleich dazu. Das passiert ganz oft. Also viele Zeltpakete kommen unausgeöffnet einfach wieder, weil die Leute einen Schock bekommen, weil der UPS-Bote schon unter dem Zelt erschlagen worden ist. Und die selber einfach gar nicht getragen bekommen, weil man sich nicht bewusst darüber war, wie schwer das ist. Camperfreunde, wir begrüßen euch ganz herzlich hier aus dem Showroom vom Dirk von Camp Nation. Und da sind wir heute zu Besuch, weil wir wollen ein bisschen in die Welt der Zelte eintauchen. Denn wir als Familie, wir kennen uns da nicht so gut aus, denn wir sind immer mit Wohnwagen und einem Campervan unterwegs gewesen. Deswegen sind wir heute hier. Ja, das ist schön. Das hat mich auch sehr gefreut. Bedanke mich, dass ihr gekommen seid. In der Tat werden wir ganz oft auf das Thema Peggypack angesprochen, ob das auch im Familienzelt oder für das Familienzelt zu nutzen ist. Oder sage ich vom Prinzip her schon, aber ich weiß nicht, wie die Packages zusammenpassen. Und so ist ja gekommen, dass wir uns einfach mal unterhalten wollen, welche Heringe oder welche, wie nennt ihr es, Schraubheringe? Schraubheringe am besten vielleicht in der Kombination für ein Familienzelt wären. Ja, cool, dass wir heute hier sein dürfen und wir werden dann einfach mal im Allgemeinen einfach mal schauen, was ist so wichtig beim Zelten, welche Heringe, welche Punkte beim Zelten müssen befestigt werden. Und dann werden wir uns einfach mal den groben Vergleich von normalen Zeltheringen im Gegenzug zu unseren Schraubheringen anschauen und darauf leuchten, würde ich mal sagen, oder? Genau. So, dann seht ihr ja schon, dass wir jetzt hier so einen Tisch aufgebaut haben mit verschiedenen Zeltheringen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mit Schraubheringen aufgewachsen. Ich nicht. Das Coole ist eigentlich, wir haben immer so ein Mini-Zelt, weißt du, so entweder ein Person oder drei Personen. Ja. Und da war immer eigentlich nur das dabei. Genau. Und mein Vater immer, kannst in die Tonne kloppen. Ja. Ja. Wahrscheinlich war das ja auch der Grund, warum dein Vater auf die Idee gekommen ist, irgendwann mal Peggypack ins Leben zu rufen. Im Endeffekt ist es so, dass bei fast ganz vielen Zelten sowas hier Usus ist, dass solche Heringe oder sogar noch dünner mit dort bei sind bei einem Zelt. Also gerade bei günstigen Einsteigerzelten sind es oftmals einfach nur die. Mhm. Aber selbst bei oftmals gar nicht so günstigen Zelten sind es eben auch diese Heringe oder vielleicht so ein Ticken, ist dasselbe, dicker oder wie auch immer. Die Problematik ist bei diesen, das soll jetzt ein bisschen anders sein, die Problematik bei solchen Heringen ist immer, wenn ich jetzt einen extrem aufgefeuchteten Boden habe, geht das Ding raus. Wenn ich Wind habe, bei einem großen Zelt gehen die Dinger raus. Dann gibt es durchaus auch Hersteller, die das schon ein bisschen anders machen, die vielleicht ein bisschen längere Heringe nehmen und stabilere auch nehmen und das dann irgendwie so kombinieren mit Stahlheringen und Kunststoffheringen. Die große Problematik ist ganz einfach, dass ich mit den meisten Heringen nicht wirklich viele Wettersituationen abdecken kann. Mhm. Sei es jetzt extrem feuchter Boden, sei es extrem steiniger Boden oder dann gehen sie meistens nämlich kaputt. Oder eben extreme Sturmsituationen, dass eben die Hering einfach aus dem Boden zieht und weggeht. Genau. Ja. Zusätzlich haben wir halt auch, das kann man ja ganz einfach so, wenn man mal auf die Basis zurückgeht, haben wir hier eigentlich wie einen Nagel. Man sagt ja auch Zeltnagel. Und wir haben eine Schraube. Was ist denn, wenn du in die Wand ein Bild aufhängen willst? Was hält besser? Ja, die Schraube, klar. Genau, weil auf Zug, da kommt einfach der Nagel wieder raus. Der schraubt sich nicht so gut fest. Und ein Schraubgewinde, das kann natürlich auch seinen Weg so im Boden finden und finde dann auch einfach Halt, weil das verdichtet ja einfach die Erde, die da im Boden drin ist. Und da hat man dann einfach mehrere Möglichkeiten. Und bei unserem System, das Wichtigste ist eigentlich, dass wir die Höhenverstellung haben. Ja. Das heißt, diese ganzen Heringe, die musst du eigentlich bis zum Anschlag reinschlagen, weil sonst halten die nicht. Ja. Bei uns ist es so, du hast einfach überall einen anderen Boden. Auch wenn es überall Wiese ist, du weißt nicht, wie es unten drunter ausschaut. Mhm. Das heißt, der muss nicht ganz rein. Und wenn der jetzt nach ein paar Umdrehungen so weit raussteht, aber fest ist, kann man ja dran rucken, dann nimmt man einfach unser Haken, klickt den in die Erdnähe ein und dann kann man hier sein Zelt befestigen, also die Zeltschnur dran befestigen. Okay. Und somit hat man eben diese Marge hier, die man nutzen kann, wenn es nicht weiter rein kann.
Verstehe ich. Und man muss nicht ganz rein. Und das ist eben ganz wichtig bei uns zu verstehen. Okay. Die Thematik ist jetzt, der Zelter, also der Wohnwagenfahrer, der hat ja schon ganz oft seinen Akkuschrauber sowieso mit dabei, ne, weil er ja auch die Hubstützen damit rauf und runter schraubt. Der Zelter nicht unbedingt. Gibt es da auch eine Möglichkeit, die Heringe anders in den Boden zu drehen, als nur über einen Akkuschrauber? Ja gut, also wir haben normalerweise immer unser Tool. Das ist das Kombi-Tool und das heißt eben auch genau so, weil du nämlich entweder mit dem Akkuschrauber arbeiten kannst oder du klickst es ganz einfach zusammen und dann hast du einen Handschlüssel. Ah, okay. Ja. Sehr gut. Genau. Okay, verstehe ich. Und da haben wir eben diese kleinen Noppen und dann klickt sich das so richtig fest. Und die haben wir sogar auch in zwei verschiedenen Ausführungen. Einmal in Blau, in dem Polyamid und dann noch in dem Alu. Den haben wir einfach deswegen entwickelt, weil der Newtonmeter von dem zum Beispiel viel höher ist. Okay, und da brauchst du natürlich dann auch ein Material, was stärker ist und was das besser aushält. Okay. Wenn du dann in dem Newtonmeter-Bereich arbeitest. Jetzt sehe ich direkt unabhängig, also genau Parallelen gibt es ja schon mal offensichtlich. Es gibt Stahl-Schlagheringe, Stahl-Schraubheringe und Alu. Alu, Metall. Genau. Wann nutze ich bei PEG, also hier ist es relativ klar, ne? Also gerade bei Böden, die sehr verdichtet sind und wo steinig ist, nehme ich halt eher einen Stahlhering. Bei den Familienzelten sind es oftmals genau die Heringe, die an den Ecken verwendet werden, weil das einer der zentralen und wichtigen Punkte sind, wo ein Zelt befestigt wird, zusätzlich zu den Sturmleinen. Wie verhält es sich hier? Wann ist es ratsam, ein Kunststoff, du hast mir eben erklärt, es ist Glasfaser. Glasfaser verstärkt das Polyamid. Das ist es? Das heißt, nochmal stabiler. Ja, okay. Ja. Wie verhält es sich da? Wo nehme ich eher den oder eher den? Im Generellen hast du jetzt schon mal zu Schrauben gegriffen, die dann eigentlich in den Ausnahmenbodenverhältnissen eingesetzt werden. Das weiß ich. Weil das ist eben die werden aber ganz beliebt immer gegriffen, weil die längeren sind. Und Leute immer gleich denken, weil es länger ist, hält es besser. Ja. Stimmt aber gar nicht. Okay. Das heißt, universell sagen wir immer den. Und der ist bei uns eben Kunststoff. Okay. Und ja, also hier sagen wir halt, der ist für die sandigen, weichen Böden. Beide können in Sand eingesetzt werden. Wobei hier, dadurch, dass das Material einfach noch härter ist und stärker ist, können wir den auch im Geröll verwenden. Okay. Auch weicher Boden mit Geröll. Und dann nutzt er sich nicht zu stark ab. Okay, das heißt, ich habe hier eher intuitiv in die Sonderkiste erstmal gegriffen. Genau, das ist unser Standard hier. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir erstmal Standardheringe für ein Zelt brauchen, um es am Boden zu befestigen, würde ich diese Heringe nehmen. Genau. Okay. 85% aller Böden geht da eigentlich rein. Das Coole bei dem ist halt, dadurch, dass der eben aus Kunststoff ist und die Schraube ja auch diese Bewegung macht, kann der sich im Boden schlängeln. Das heißt, wenn da jetzt Steine sind, dann würde man den, also man würde den ja reinhämmern, wenn da jetzt ein Stein kommt, dann kann es auch mal sein, dass der schon im Boden abbricht. Bei diesem Material, der schlängelt sich um den Stein rum oder um die Steinchen rum und beißt sich nicht fest, aber schraubt sich halt fest im Boden. Okay, wenn ich so einen Kunststoffhering nachher rausziehe nach 3 Wochen, dann sieht der eher aus wie eine Banane. Wie sieht es mit diesen aus? Ja, die bleiben so. Das heißt, die gehen wieder in ihre ursprüngliche Form wieder zurück? Ja, die winden sich halt rum. Die verbiegen sich im ersten Anlauf überhaupt gar nicht. Okay. Genau. Alles klar. Ja. Gut. So, jetzt würde ich vielleicht mal dich bitten, einfach mal konkret zu sagen, was ist denn überhaupt wichtig, wenn man ein Zelt befestigt? Ja, also zum einen, das habe ich ja eben schon mal gesagt, ich persönlich nehme und ich halte mich jetzt hier mal an die Zelte von Outwell, an die Heringe von Outwell, weil die das ganz gut gemacht haben. Ich nehme Stahlheringe für die Ecken, lange Stahlheringe für die Ecken, wo ich das Zelt grundlegend, wenn ich es ausgerollt habe, erstmal am Boden mit befestige. Mhm. Ja? Dann nehmen wir Kunststoffheringe oder eben kleinere, das ist relativ parallel, für das Zelt umlaufend zu befestigen. Also immer wenn wir hier entweder eine Luftsäule oder eine Stahlstange haben, unten am Boden das Zelt zu befestigen. Und dann haben wir eher als Gadget, das machen viele Zelthersteller, eben farbliche Heringe, um die Sturmbänder abzuspannen an den Seiten. Damit man die dann sieht. Damit man die sieht, damit man nicht eben drüber fällt, weil sie am Zelt selber fällt man ja in der Regel nicht, da ist es ja egal, aber damit ich da eben nicht mir auch weh tue, weil ich da irgendwie drauf trete, weil ein Stück vom Hering guckt ja oftmals auch noch raus, nehme ich dann eben die farblichen. Das heißt, in der Regel habe ich große Stahlheringe für Ecken und für Sturmseile, kleine Stahlheringe oder wie auch immer Kunststoffheringe ringsrum um das Zelt.
und farbliche Kunststoffhering, um das Zelt abzuspannen an den zusätzlichen Sturmleinen, die nicht jetzt, sage ich mal, an den zentralen Punkten liegen. Okay. Dann gibt es oftmals noch so ganz kleine Heringe, die habe ich jetzt hier nicht auf dem Tisch liegen, um irgendwie mal sowas, irgendwie eine Plane auf dem Boden zu befestigen. Genau, in der Größe ungefähr. Genau, ja. Ja, so generell ist es bei uns eben auch so, das haben wir auch bei uns im Starter-Kit drinnen. Das ist ja einfach eine große Auswahl an diesen universelleren Schrauben dabei, ja, dass man alle Punkte abspannen kann. Zusätzlich hat man dann natürlich, wenn man jetzt in das Zelt reingeht, möchte man ungern, dass was raussteht, wo man drüber stolpern, ja, kann. Deswegen sollte der natürlich dann ganz im Boden, ja, versenkt werden. Okay. Und der ist auch eben dazu da, um durch diese ganzen Ösen durchzupassen, weil da passen nämlich unsere Großen gar nicht durch. Richtig. Und somit würde man das dann befestigen. Okay. Also generell würde ich sagen, man orientiert sich immer an unserem N. Aber sollte jetzt der Boden auch mal weicher sein, dann könnte man auch sagen, man macht jetzt die vier Ecken des Zelts mit dem tieferen Anker fest. Okay. Und dann kann man eben außenrum mit dem arbeiten und dann die V-Streifen und die Laschen am Zelt an der Seite befestigen und aber auch die Sturmleinen. Und wenn du dann, weiß ich nicht, wie viele Schrauben hat man ungefähr? 16, bei einem großen 20. Zelt, bei einem mittleren großen Zelt 20, bei einem großen Zelt 30. Wenn du dann 30 Schrauben im Boden hast, dann hält es bombenfest. Ja. Das merkst du ja auch, was passiert, wenn hier Zug drauf kommt, das zieht es wieder raus. Genau. Wir haben vorhin mit unseren, ja, mit Jenny und Fabian kurz in unserem Instagram live telefoniert. Die haben auch gemeint, wenn der Wind dann dran rüttelt, dann muss man immer wieder nachkontrollieren. Und das haben wir hier halt nicht. Das hält bombenfest. Das, okay. Nach ein paar Umdrehungen teilweise ist es schon fest, auch wenn er noch so weit raussteht. Ich kann aber jetzt nicht sagen, generell tue ich sowas mit dabei, weil ich das dann generell für die Sturmleinen nehme, weil wenn ich einen extrem trockenen Boden habe, kriege ich den wahrscheinlich nicht rein. Ja, der kann halt nur bedingt dann reingehen, okay, aber wenn er hält, dann würde der auch gut für die Sturmleinen gehen. Okay, das heißt, das ist eher so wieder special. Genau. Das heißt, wenn ich mich an einem großen Zelt orientiere, sage ich mal, wir nehmen erstmal ein mittleres Zelt, wäre es sinnvoll, vielleicht von diesen Größen, von dieser Größe 16 bis 20 Stück dabei zu haben. Mhm. Dann für Türöffnungen, wenn ich einfach was auf dem Boden befestigen möchte, sage ich mal 6 bis 8 Stück von diesen Heringen. Mhm. Ja? Mhm. Passt? Ja, also vielleicht sollten wir ganz kurz noch erwähnen, dass du ja die Idee hattest für ein Familienzelt, ein konkretes Peggy-Pack. Haben wir das eben nicht gesagt, ne? Nee, haben wir nicht gesagt. Genau. Ein Peggy-Pack-Set in Zusammenarbeit zu erstellen. Genau. Und deswegen philosophieren wir hier gerade drüber, was denn da am besten wäre. Ja, richtig. Wir hatten eben deswegen auch diesen Instagram Live schon, den man bei uns auf den Kanälen gucken kann, um das eben so ein bisschen auch vorzueruieren mit Nutzern. Stimmt, die grundsätzliche Idee ist zu sagen, Peggy-Pack und Camp Nation bringen demnächst eben auch eine Peggy-Pack-Tasche raus, wo der Zelter mit umgehen kann. Richtig, genau. Haben wir ganz vergessen. Genau. Super Intro. Genau. Genau. Und deswegen überlege ich halt die ganze Zeit mit der Champions League, welche Heringe in welcher Anzahl nehmen wir mit dabei, um eben sowas zu ersetzen im Zweifelsfall. Ne? Genau, weil ich meine, wenn du so einen ganz großen Sack mit so vielen von diesen Stahlheringen hast, dann wiegt es ja auch was. Das stimmt. Und das ist nämlich der nächste Vorteil bei uns. Was schätzt du, was das wiegt? Es sind jetzt die Haken nicht dabei. 1,2 Kilogramm. Ja, das ist sogar fast richtig. Ja? Ja. Also um ein paar Gramm rum. Tatsächlich. Ja. Was wir hier zum Beispiel noch mit dabei haben, einfach wenn der Boden harter wird, kann man auch ein Kernloch setzen und vorbohren. Aha, das ist mit dabei. Das ist mit dabei bei unserem Starter-Kit, ja. Grundausstattung, ja. Cool. Ja gut, ich muss auch generell sagen, ich persönlich bevorzuge den Akkuschrauber, das geht einfach viel schneller. Klar. Wir haben ein Video gedreht letzten Sommer, da haben wir auch einen Vergleich gemacht und die reinzuhämmern und die wieder rauszukriegen, dann sind die verbogen, dann kannst du in die Tonne kloppen. Gut, ich meine, das ist so, also beim Zelten ist es auch so, dass viele Leute mittlerweile relativ eskalieren, wenn sie mit dem Zelt unterwegs sind und schon einen ganzen Hänger mit dabei haben, dann käme es auf den Akkuschrauber bei vielen auch nicht mehr drauf an, weil dann könnte man sich parallel für die Damen direkt den Hilti-Staubsauger mit dabei nehmen oder so. Keine Ahnung, aber es ist ja in der Tat so. Also das Zelt ist ja lange weg von, ich habe keinen Platz zum Zelten für einen Wohnwagen oder ich kann keinen Wohnwagen ziehen und habe keinen Platz im Auto viel mitzunehmen und nehme deswegen ein Zelt. Davon sind wir ja bei vielen Familienzelten, die man hier sieht, an den Größen der Zelten weg. Und deswegen ist es durchaus denkbar, dass sich der ein oder andere auch von den Zelten einen Akkuschrauber mitnimmt. Natürlich. Ja gut, wir haben ja immer die Möglichkeit, es dann auch mit der Hand zu machen. Ja. Aber kostet dich mehr Zeit und Kraft, würde ich einfach mal so behaupten. Okay, das habe ich soweit verstanden. Mhm. Das heißt, wir hätten hier ein Pendant generell mit diesen Heringen, um das Zelt generell zu befestigen. Genau. Die Menge müssen wir uns darüber unterhalten, wie viel es nachher final werden. Findest du, dass das Startkit zu viele Schrauben sind?
für so ein Familienzelt. Hier sind jetzt wie viel drin? Insgesamt 50 Stück, also 30 von den großen, 20 von den kleinen. Das ist halt beim Vorzelt einfach. Darauf haben wir das, glaube ich, jetzt das mal ausgelegt. Das könnte schon ungefähr hinkommen. Doch, das könnte ungefähr hinkommen. Aber von denen brauchen wir sogar weniger. Okay. Also von diesen ganz kleinen, wenn wir die generell umlaufen und das Zelt rummachen, würden wahrscheinlich von diesen acht Stück, denke ich mal, reichen. Mehr Einstiege in ein Zelt habe ich auf keinen Fall als die. Das würde wahrscheinlich reichen. Ich könnte auch meine Bodenplane noch mit festmachen. Wenn ich die Bodenplane mit festmachen würde, wären es vielleicht 12, die ich davon bräuchte. Wie viel waren es? 20 hier? 20, ja. Genau. Was ich noch interessant fand, eben als wir so ein bisschen ausgepackt haben, war dieser Eumel hier. Wie hieß er? Hardcore. Der Hardcore. Genau. Kannst du noch mal erklären, wofür der gut ist? Ja, also der ist eigentlich nur für die ganz extrem harten Böden geeignet. Ja. Das heißt, wenn es jetzt wirklich mal, auch wenn du den befestigt hast und es regnet tagelang, dann sollte man da wirklich nachkontrollieren, hält er noch. Weil dann sollte man nachsetzen und mit dieser Schraube arbeiten. Okay. Aber es gibt natürlich auch Orte, wie zum Beispiel in Kroatien, da ist es einfach teilweise steinhart und du kommst nicht rein. Also ums Verrecken kommst du nicht rein. Und dann ist dieser hier eigentlich die perfekte Schraube. Den haben wir nämlich dafür entwickelt. Der wird mit dem Hammer reingeschlagen, ja. Deswegen auch der runde Kopf. Okay. Und du hast auch hier wieder unsere Höhenverstellung. Und dann später rausgeschraubt. Das heißt, da ist die Schraube nur dafür, um ihn wieder aus dem Boden rauszubekommen. Genau. Man sieht halt hier auch, wenn du mal kurz näher kommst, dass das ein unterschiedliches Gewinde. Das eine, das schlängelt sich wirklich so und das andere ist spitzer. Okay. Und das dringt dann so in den Boden ein, wenn du eben dann draufschlägst mit dem Hammer. Genau. Und das andere, das verdichtet dann auch so richtig den Boden drumherum. Und das andere ist eigentlich so vom Prinzip hier ähnlich, hält aber trotzdem besser. Okay. Ja. Gut. Genau. Ich war eben noch skeptisch, ob vielleicht dieser Hering für die Ecken sogar der bessere wäre als dieser Hering. Weil die Ecken mal oder der kleine meinst die du? Ecken. Wo ist der kleine? Nee, den kleinen haben wir. Für die Ecken meine ich. Weil wenn ich sage, das ist ein Zentral. Hier habe ich ja nicht, hier bin ich ja direkt am Zelt an der Kante und wenn ich sage, ich kriege ihn nicht ganz rein, könnte ich ja hiermit das Zelt sozusagen auf den Boden zwingen. Richtig? Ja, auf jeden Fall. Ja, vielleicht wäre das dann doch eine gute Idee, damit einzuarbeiten in unser Pack. Ja, man denkt ja immer, der kann weniger als der, weil er kürzer ist, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja gar nicht so, oder? Eigentlich ist es die Schrauben sind beide fast ähnlich, nur weil der kürzer ist, hat nichts zu sagen, weil der muss ja, wie gesagt, nicht komplett rein. Genau, okay. Ja. Also auch für die Unterscheidbarkeit, also unsere Kunden wollen ja gerne auch einen Unterschied wissen zwischen dem einen und dem anderen Hering. Diese Schraube wurde generell für unsere Fix-and-Go-Platte entwickelt, ja. Die kann man hier sehen. Das heißt, wenn normalerweise für die Markisen da genau, ist. Ne? Genau, oder Sturmband. Ja. Wenn du das dann hier reinschraubst, dann drückt es nämlich so richtig die Platte schön nach unten. Da hast du so richtig einen Konterdruck. Okay. Und deswegen ist der da. Also den haben wir nach unserer Standardschraube eigentlich erst entwickelt. Verstehe. Deswegen ist er auch blau, damit man ihn unterscheiden kann. Muss ich auch noch drüber nachdenken. Aber eine Sturmbandplatte brauchen wir fürs Zelt nicht. Nee, deswegen habe ich die Ankerplatten auch gar nicht mitgenommen. Genau. Ja. Was ich ganz interessant war das hier, was normalerweise, glaube ich, bis jetzt für eure Markisen benutzt wird, richtig? Also wenn man eine Markise befestigen will. Alles Mögliche eigentlich. Genau. Ne? Markise befestigen oder Lampen aufhängen oder was weiß ich. Jetzt muss ich das mal gerade auseinandernehmen, weil ich habe ja was gelernt. Das sind ja drei unterschiedliche Teile. Genau. Das ist der Connector. Genau, die Frage, die sie mir stellt, ist, viele sagen, also ich habe eigentlich ein ganz gutes Zelt, aber die Stromabspannung, die passt mir nicht so ganz, weil eben auch an den Hauptecken nur so, sage ich mal, kleine Schnüre dran sind und nicht so massive Sturmbänder, wie sie mittlerweile bei einigen Herstellern verwendet werden. Und da stelle ich mir halt die Frage, ob wir mit so einem Tool hier, vielleicht einem Erweiterungspaket, einfach sagen, ihr könnt euch eure Sturmbänder für euer Zelt selber basteln, sozusagen, indem ich die eben an die Ecken, wo normalerweise die dünnen Schnüre dran sind, eben befestige, um hier eben nochmal zusätzlich Spannung reinzubringen und das Zelt zu befestigen. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob wir das gegebenenfalls andenken sollten. Mhm. Ja, deswegen habe ich das mitgebracht, einfach mal, um dir das zu zeigen, dass das eben möglich wäre, das hier zu verbinden. Ja. Genau, das klickt sich nämlich auch ein, dann kann sich das nicht mehr aushängen. Und dann, wenn jetzt zum Beispiel eine Sturmleine ausgerissen sein sollte, kann man hiermit einfach gut nachhelfen. Ausgerissen oder ja vielleicht, wie du ergänzt. Schon sagst, dass man das eben nicht so gut findet und dass man das noch
extra abspannen wollte, wenn jetzt zum Beispiel ein Sturm aufzieht. Ja, die Möglichkeit hätte ich ja. Viele fragen ja immer, weil sie es von damals vom Wohnwagen kennen, ob sie ein Sturmband über das Zelt drüber schmeißen müssen. Mhm. Das ist natürlich gerade bei den Luftzelten macht das keinen Sinn, weil dann drücke ich das Zelt nach unten. Aber ich könnte eben an diesen Teilen hier, wo ich normalerweise diese Schnur dran habe, eben mit diesem Teil ergänzen und könnte es nochmal stabilisierend abspannen. So dann? Ja. Genau. Das, da unten ist eine Feder, richtig? Richtig. Macht Sinn bei Stahlgestängezelten, weil die leiden sehr, wenn sie zu starr sind. Das entlastet halt einfach nochmal zusätzlich dann das Gestänge. Und die Feder ist voll integriert. Du kannst es auch bis 3 Meter ausziehen, den Tie-Strip. Also es ist auch echt einfach. Ja. Und du hast keine losen Fäden oder losen Schnüre rumhängen. Die sollten wir auf alle Fälle dabei tun, denke ich. Ja. Hier dreht ihr den Hering direkt rein, ne? Ja, genau. Also, wie auch immer, den Schraubhering. Der Langfeld muss lernen. Wir drehen den rein, aber wir lassen normalerweise den Haken immer dran. Dann kannst du nämlich das drüber klicken noch. Andersrum? Ja, genau. Zeig's mir. Also das muss ja ein bisschen nach oben. Genau. Und dann würden wir jetzt hier zum Beispiel einfach hier durchschrauben und wenn das jetzt fest ist, dann kann man hier das noch zusätzlich so klicken. Ah, okay, verstehe. Weil dann kann das auch nicht nach oben rutschen. Genau, und da passt eigentlich jede unsere Schraube durch. Also sehr du gut. Kannst sowohl als auch mit dem Hardcore arbeiten. Das heißt, ich heimer den dann hier so durch. Ja. Und dann geht es genauso oder auch die großen Schrauben, die passen dann nämlich auch durch. Und dann, das machen halt sehr viele sehr gerne, dass du einen tieferen Anker beim Sturmband noch zusätzlich hast. Ja. Dass du das dann eben noch dazu zusätzlich verwenden kannst. Verstehe. Genau. Ja, das ist eine gute Idee, das sollte man mit dabei tun. Ja, wir haben unser ganzes System eben so modular ausgerichtet. Ja. Dann kann man nämlich das, wie man möchte, sich ergänzen. Und es sind schon innovative Ideen dabei, muss ich schon sagen. Das also normalerweise ist bei dem Tie-Strap nämlich ein T-Connector dabei, der eigentlich in die Markise reingeht. Aber so kann man sich das halt ganz einfach auch für ein Pavillon, dass man den zusätzlich abspannen kann. Weil das ist ja auch immer so eine Sache. Haben ja auch viele Camper bei in Pavillon. Also auch viele Zelte haben einen zusätzlichen Pavillon bei. Richtig. Viele Zelte haben auch ein zusätzliches Tarp dabei. Mhm, genau. Man muss dazu sagen, wenn man es nachher im Detail sieht, sollte es dann in das Paket mit reinkommen. Es ist echt eine krasse Struktur in diesem Teil drin. Wenn der Ellen Schwecker schneidet, wird er vielleicht nochmal ein Foto reinbringen können davon. Sprich, wenn ich das bei einem relativ dünnen Polyester verwenden würde, würde ich hier definitiv nochmal einen schonenden Stoff mit dabei tun, weil das Ding, das packt richtig zu. Das beißt sich halt fest, das ist halt ein Krokodil, genau. Ne? Ja, genau. Ja, genau, so heißt es auch, ne? Ja, schon. Ja. Ja, genau. Ja, also das finde ich cool. Das sollte ergänzend auf alle Fälle mit bedacht werden, dass wir sowas mit reinnehmen. Also da hast du dir jetzt überlegt, dass man sozusagen ein Paket, ein Basispaket kreiert und dann noch ein Zusatzpaket, das genau. man noch erwerben kann. Genau, also viele Leute, also wenn sie bei uns im Laden sind und kaufen jetzt ein Zelt, dann kann ich sagen, okay, bei dem und dem Hersteller, und dann möchte ich jetzt gar keine Werbung machen für den Hersteller, da sind schon recht vernünftige Heringe dabei. Mhm. Aber wenn du jetzt im extrem sandigen Boden bist, extrem nassen Boden, extrem steinigen Boden, bringt es alles nichts, aber auch für zusätzliche Heringe. Mhm. Jetzt kann ich demnächst sagen, pass auf, prinzipiell, wenn du keinen Bock hast auf diese normalen Heringe, hast du ein Starter-Kit, wo, sage ich mal, keine Ahnung, 30 von diesen Heringen mit dabei sind, die wir eben gezeigt haben, 8 oder 12 Stück von den kleinen Heringen, um einen Bodenplan auf dem Boden zu befestigen. Damit bist du erstmal safe. Mhm. Und dann würde ich überlegen, ein Erweiterungskit vielleicht dabei zu nehmen und sagen, wenn du auf Nummer sicher gehen willst, was Witterung angeht, was deinen Boden angeht, dann haben wir ein Erweiterungskit mit so dem einen oder anderen Spezialhering. Das heißt, von richtig krassen, beim feuchten Boden krassen Heringen, mit dem ich eben die Sturmleinen befestigen kann. Oder eben die Ecken befestigen kann. Genau. Zusätzlich nochmal, wenn ich ein Zelt habe, was von vornherein werkseitig nicht so gute Sturmleinen hat, die mit dabei packe. Und da wäre es, glaube ich, eine gute Idee, so ein Starterpack zu nehmen, weil mit dem Starterpack kriege ich sowohl ein kleines Familienzelt, 5 Personen, als dann eben auch ein 7- oder 8-Personen-Zelt eben abgefrühstückt und dann eben noch so ein Spezialkit mit dabei zu tun. Ne? Weil man muss es eben sehen, ich sage mal, 70% der Zelter sind, sage ich mal, auf normalen Campingplätzen unterwegs. Da passt es komplett. Mhm. Es gibt aber auch welche, die gerne hier Stallküste, erste Linie stehen wollen.
Und die brauchen dann eben sowas. Mhm. Oder eben auch viele unserer Kunden gehen auch schon noch in Witterungen oder schon in Witterungen campen, wo der normale Zelter sagt, ey, da bleibe ich im Arsch zu Hause. Also weil es einfach noch viel zu kalt ist oder schon wieder viel zu kalt geworden ist. Mhm. Und der braucht das. Wie Jenny da erzählte eben in dem Live-Video, wo sie da extrem in Sturm gekommen sind, dann ist es ja gut, davon noch was dabei zu haben. Das muss man nachher final mal überlegen. Aber ich fände es auch, glaube ich, nicht gut, ein Package zu machen, wo 30% übrig bleiben, weil ich sie eigentlich nicht brauche. Ja, und natürlich muss es auch preislich auch irgendwie passen für den Jedermanns-Camper. Genau, das ist sozusagen dann der Jedermanns-Zelter und jemand, der es ein bisschen spezieller noch haben möchte, der kann das ja dabei tun, dass wir noch ein Special-Kit dabei haben. Mhm. Ich meine, wenn wir Peggy Pack in diesem Jahr hier stehen haben, werden wir auch im Sortiment mit Sicherheit Einzelmodule haben, wo man sich einzeln noch was dabei kaufen kann. Aber sage ich mal, um grundlegend das abzudecken, was hier gefragt ist, macht es, glaube ich, Sinn, zwei Pakete zu schnüren. Genau. Ja. Sag mal, woher kennst du uns eigentlich? Ja, woher kenne ich euch? Camp Nation gibt es ja seit 2017. Da habe ich ja angefangen mit diesem Laden hier, weil es mir auf den Keks gegangen ist, dass man kaum noch irgendwo in Deutschland Familienzelte, damit haben wir angefangen, bevor alles andere kam, mit Vorzelten etc. pp. Sehen konnte. Und dann bin ich ja irgendwann auf die ersten Messen eingeladen worden, um da eben auf den Messeständen mit zu verkaufen. Und dann hat man ja auch beim Aufbau Zeit und läuft so rum. Und da ist mir Peggy Pack das erste Mal ins Auge gefallen. Klar, auch wegen der Farben. Auch wenn die Messestände nicht immer groß sind, man erkennt sie an der Farbe auf alle Fälle. Und dann habe ich, glaube ich, auch da schon mit eurem Vater irgendwie 18, 19 das erste Mal gesprochen, weil ich das super interessant fand. Mhm. Habe das aber damals für das Thema Familienzelte komplett abgehakt, muss ich sagen. Okay. Man lernt ja, also ich selber war damals mit kleinen Kindern unterwegs, war immer auf einem Campingplatz, hinterm Deich auf Deutsch gesagt, wo kein großartiger Sturm war. Da konnte ich meine Heringe irgendwie reinkloppen und hat das gereicht. Aber dann ist unsere Campingerfahrung gewachsen mit der Familie, aber eben auch, man hört ja auch von Erfahrungen von unseren Kunden. Ja, klar. Und dann kam eben nochmal der Bedarf auf und dann haben wir ja konkret dieses Jahr im August gesprochen auf dem Caravansalon, dass wir das Projekt angehen und so kam es jetzt dazu. Ne? Und man muss einfach sagen, dadurch, dass wir auch, und das muss ich einfach mal sagen, es gibt einige Marken, da komme ich mit den Heringen mehr oder weniger klar, außer im Spezialfall, aber da unser Portfolio auch ein bisschen breiter geworden ist, sind auch die ein oder anderen Marken dabei, wo ich mich heute noch frage, wie man darauf kommt, mit den Dingern, die dabei liegen, ein Zelt zu befestigen. Und dann passt das hier ganz gut zu sagen, holst dir halt mit dabei. Ne? Ja, macht klar. Halt Sinn. Ne? Ja, klar. Also, man will natürlich bei so einer Preiskategorie von Zelt, will man natürlich auch, dass es nicht wegfliegt. Genau, ich kann und möchte keine Namen nennen, aber auf einer unserer Roadshow-Termine hat ein Hersteller mit euren Heringen seine Zelte festgemacht und nicht mit den eigenen, weil er sagte, die sind scheiße. Von daher, das ist ja so. Ne? Also hier unser Stammcampingplatz, wo ja auch gerade unser Ausstellungscampingplatz entsteht. Wir werden ja jetzt dieses Jahr quasi so ein Musterzelt-Campingplatz haben in Heimbach an der Ruhr, wo ihr auch mit unterstützen werdet. Da ist ständig nasser Boden. Ne? Der Boden, ja, das ist halt Eifel. Ne? In der Eifel regnet und dann direkt am Fluss. Das heißt, der Boden feucht, ist ständig feucht. Ne? Mhm. Selbst wenn es oberflächlich trocken ist, wenn es da einen Tag regnet, hast du eben auch schnell eine Sumpflandschaft da. Und dann kommst du eben damit nicht weit. Und da unsere Zelte ja ein paar Monate lang da stehen sollen, macht das keinen Sinn. Dann können wir jedes Wochenende, wenn wir da unsere Ausstellung eröffnen, erst die Zelte aus dem Wald holen und wieder aufbauen. Genau. Genau, dazu sollte ich vielleicht noch kurz erwähnen, also dieses Basecamp heißt es, genau, oder? Basecamp, ja. Und das wird dann im Mai, glaube ich, sein, zum allerersten Mal. Genau, wir machen vier Basecamp-Termine, ja. Und da werden wir auf jeden Fall dann auch dabei sein und am Start sein, zum ersten Mal sogar. Ja. Und da freue ich mich auch schon richtig drauf, weil wir haben uns da ein paar coole Ideen auch noch überlegt, was wir dann zusammen machen können. Ah, cool. Und wo wir auch dann nochmal vergleichen können. Im Direktvergleich, im echten Boden, nicht im Kunstrasen. Genau, und dass wir dann eben einfach die ganzen Zelte von dir ausstatten mit Peggy Pack. Genau, das habt ihr gesagt, da haben wir uns auch sehr drüber gefreut. Für den, der vielleicht das Video sieht, Peggy Pack Follower ist, aber uns nicht kennt. Wir haben früher Zeltausstellungen auf Campingplätzen gemacht, da hieß es Roadshow. Okay. Jetzt haben wir nach dieser ganzen Corona-Phase, wo wir auch irgendwie, man merkt es, ich laber gerne, wo wir wieder mit Kunden in Kontakt kommen wollten, haben wir gesagt, wir laden unsere Kunden ein, gemeinsam mit uns Camping zu machen und zeigen einfach mal so ein paar Zeltneuheiten. Mhm. Und dann fanden die das cool und dann haben wir gesagt, gut, dieses Jahr machen wir es richtig, wir machen vier Basecamps,
eins in München am Pilsensee, eins bei uns an der, sage ich mal, unserem Heimatcampingplatz in Heimbach, dann nochmal eins in Heimbach im Herbst und dann nachher das große Finale in Rendsburg auf der Caravan & Co., okay, wo wir sowohl Zelte zeigen, als auch unsere Kunden oder Freunde, wie auch immer, mit ihren Familienzelten, mit ihren Bussen, also mitkommen, sich dort ausstellen und gemeinsam eine coole Zeit hat. Ja, coole Idee. Und da kann auch jeder bei uns auf der Homepage gucken, wenn Peggy Pack mit dabei ist, wann die Termine sind, kann da gerne vorbeikommen. Und da muss man sich keine Gedanken machen, ob man ein 100-Euro-Zelt hat oder, das war nämlich sehr extrem, auf unserem ersten Basecamp stand da so ein 150-Euro-Zelt und daneben stand ein Wohnmobil von 100.000 Euro und die beiden standen zusammen mit einem Bier am Lagerfeuer. Und genau das ist der Sinn vom Basecamp. Ja, dann klar. Und dabei eben Know-how vermitteln. Genau. Und dabei eben Know-how vermitteln und zeigen, was es für Neuheiten gibt. Ja, cool. Das hört sich auf jeden Fall gut an und da freue ich mich auch schon drauf. Ja, wir uns auch. Cool. Also dann bedanke ich mich auf jeden Fall und ich hoffe, wir können ein gutes Package zusammenstellen oder zwei Packages. Mit Sicherheit. Wird mit Sicherheit ein sehr cooles Package, ja. Ja, cool. Ja. Und dann gibt es das bald im Handel. Genau. Ja. Bei uns. Bei ihm. Von Peggy Pack. Genau. Alles klar. Wir bedanken uns. Danke. Ciao. Ja, komm! Ja, komm! Ja, komm! Langsam! Ah, ja, pass auf! Der hat viel Geld in der Hand!